genommen hat, nicht, kann ich doch nicht über Nacht umtaufen. Ja, das ist der Schass, weil in Innsbruck gibt es keine Tradition. FC Tirol Milch heißt es, das ist ein neuer Name. FC Tirol Milch Stadion. Und was sagt ihr dazu? Ja, eigentlich schlecht. Zum Namen? Mhm. Mir war Tivoli sympathisch, aber das ist eine Gewohnheitssache. Ein saure Milchstadion. Naja, der Humor ist den Tiroler Fans nicht vergangen, aber es bleibt wirklich abzuwarten, wie das weitergeht. Zum Schluss spielt Sturm Graz bald seine Heimspiele in der Puntigammer Grum oder Ried vielleicht ausschließlich nur noch im Kehli-Stadion. Kann heiter werden. Ne? Aber jetzt zum Sportlichen. Ich habe schon gesagt, für den FC Tirol geht es um die Revanche für das 1:2 in Ried. Die Chancen stehen gut, dass die Revanche gelingt. Denn Ried, die auswärts schwächste Mannschaft der Liga, hat außerhalb von Oberösterreich bisher alle Spiele verloren. Wieder auf der Bank bei den Tirolern Torhüter Tscherchesow. Unser Russisch-Experte Erwin Hujecek hat nach den Gründen gefragt. Ein lapidares No comment war die Antwort des langen Russen. Vor knapp 3000 Zuschauern der FC Tirol mich, also mit Milan Orace im Tor, ohne die gesperrten Streiter, Schiener und Hartmann in Rot von rechts nach links. Beim SV Kehli Ried fehlen die verletzten Kitka und Walter sowie der gesperrte Oerlemans. Erste Minute, Hansen blitzschnell, die Attacke von Watzinger, aber aller Wahrscheinlichkeit nach regelkonform. Hansen und Watzinger scheint den Ball getroffen zu haben. Ried recht unbeschwert. Und nach 6 Minuten Tscherchesow-Versatzmann Milan Orace erstmals geprüft. Solche Schüsse brauchen, ja lieben Torhüter geradezu, zum Aufwärmen in der Anfangsphase eines Spiels. Der FC Tirol spielerisch gegenüber zuletzt verbessert. Eckball. Der Eckball. Meyerleb und auf der Linie gerettet. Der Eckball. Kopfball von Meyerleb und Rieder Abwehr mit einem Körperteil, der an sich nicht fürs Fußballspielen gedacht ist. Pšenček. Kirchler. Eckball. Der Eckball. Pšenček. 15. Minute, 1:0 für den FC Tirol Milch. Torschütze Jerzy Pšenček. Ronald Unger erstmals geschlagen. Und Pšenčeks dritte Saisontor, eine Riesenerleichterung für den kleinen Polen an seinem Weg zurück zur Form aus besseren Tagen. Ein Tor, das Verkrampfungen löst, blankliegende Nerven beruhigt. Janeschitz, Blitzbichler und Unger pariert. Watzinger. Pšenček. Meyerleb drüber. Christian Meyerleb. Flanke Pšenček. Grinner verfehlt den Ball per Kopf und Meyerleb verfehlt mit dem Ball das Tor. Das Spiel der Tiroler schnell, weiträumig, mit guten Aktionen. Kirchler und Unger schneller am Ball. Unger seit einiger Zeit am Fuß verletzt, hält aber durch. Kirchler, Unger im Herauslaufen, korrekt, schneller am Ball. Ried nur selten vor Innsbrucks Tor. Und wenn, dann wenig durchschlagskräftig. Und Stanislav Tscherchesow lächelt über das mediale Interesse an ihm, dem Ersatztorhüter.
Beim FC Tirol läuft der Ball vor der Pause wie am Schnürchen. Über viele Stationen. Kirchler. Kitzbichler. Endstation. Ronald Unger. Kirchler und Kitzbichler Schuss. Nach Rieder Abwehr. Genau dorthin, wo Rieds Torhüter steht. Eindeutig überlegen der FC Tirol. Grünner, Flint, Grünner, Ivanov, Janeschitz und immer wieder über links Kirchler. Die Rieder deutlich harmloser als am Mittwoch. Theo Grünner, es bleibt beim 1:0. Und die Schlussphase der ersten Spielhälfte kommentiert Trainer Didi Constantini. Zweite Spielhälfte. Constantinis Aufregung nicht ganz am Platz, Ried weiterhin recht bieder, nur manchmal ganz plötzlich gefährlich. Drechsel abgefälscht. Guter Schuss, Drechsel mit 9 Toren, 5 davon allein im Frühjahr, Rieds gefährlichster Torschütze. Der Schuss gefährlich. Freistoß Ried. Orange. Und Rieder Spieler versuchen seit 65 Minuten durchfallen lassen, Freistöße und Elfmeter zu erzwingen, bislang relativ vergebens. Und angesichts des knappen Rückstandes die Stimmung bei Rieds Anhang noch tadellos. Und durch die Hereinnahme von Dirk Klinge Ried plötzlich stärker. Klinge. Flanke Ried an die Querlatte. Hinter Orange, ganz gefährlich. Constantinis Aufregung jetzt verständlich. Der Ball hätte genauso gut ins Tor gehen können, ohne Zugriffsmöglichkeit für Innsbruck-Torhüter Milan Orange. Der SV Ried, wie gesagt, recht unbeschwert angesichts des fast sicher scheinenden Klassenerhalts. Eckball Ried. Und Kazimierz Wegschin, der Pole, aus schwieriger Position. Daneben drüber. Dann aber wieder der FC Tirol klar dominierend, dieses Rieder zwischenhoch unterbindend. Kitzbichler, guter Schuss. Richard Kitzbichler, einer der agilsten Tiroler. Der Ball dort platziert, wo Ungar kaum hingekommen wäre, Richard Kitzbichler. Das Spiel aber noch immer nicht, trotz klarer Tiroler Überlegenheit, noch immer nicht entschieden. Nur mit solchen Schüssen kann Ried keine Resultatsverbesserung erreichen. Glasner, haushoch drüber. Die Schlussminuten Innsbrucks beste Phase. Meierleb, Unger rettet. Christian Meierleb, gescheitert. Gut durchgesetzt, aber Rieds Torhüter auf dem Posten. Janjek. Kirchler.
Meierle. Slivowski. Unger. Wieder nichts. Stanislavjevic rettet auf der Linie. Vorerst Abwehr von Unger und letztlich die Rettungsaktion des Rieder Liberos. Hektische Schlusssekunden. Aber es bleibt dabei, trotz eklatanter Feldüberlegenheit gewinnt der FC Tirol Milch gegen den SV Kelleried denkbar knapp mit 1:0. Wir sind sicherlich spielerisch nicht in der Form, wo wir schon mal gewesen sind, aber ich glaube, wir haben sehr viele Chancen ausgearbeitet und wenn wir das 2:0 erzielt hätten, war es vielleicht ein bisschen leichter gegangen. Und dann liegt es, dass man derart schwachen Gegner eigentlich nicht im Griff kriegt, dass der sogar noch zu Ausgleichschancen kommt gegen Ende. Was heißt schwacher Gegner? Die Rieder sind in der Frühjahrstabellen vor uns, also kann man nicht von schwachen Gegnern reden. Ja, aber die haben auswärts noch keinen einzigen Punkt gemacht außerhalb von Oberösterreich und die haben auch heute wirklich nicht konstruktiv gespielt. Ja, sie haben heute auch keinen Punkt gemacht. Ja, woran liegt es? Zum einen sind wir zu Hause eine Macht, auch dank unserer Zuschauer und wir können uns zu Hause immer sehr steigern. Auswärts ist es so, dass wir jetzt im Frühjahr passable Leistungen geboten haben und manchmal sehr knapp dran waren, einen Punkt zu holen. Es ist uns leider erst einer gelungen, auch heute war es wieder so und wir sind nicht weit weg, dass wir auch auswärts punkten und deshalb stimmt mich diese Bilanz, die richtig ist, nicht allzu pessimistisch, denn irgendwann wird unser Spiel auch, wird's auch belohnt und ich hoffe, es wird das nächste Mal der Fall sein. Es bleibt dabei, sobald die Rieder Spieler die Grenzen von Oberösterreich überschreiten, werden sie von Erfolglosigkeit begleitet. Die erste Revanche ist also geglückt, wenn auch knapp, FC Tirol 1, Ried 0. In unserer Außenstelle freue ich mich jetzt ganz besonders, Didi Constantini zu begrüßen, den Trainer des FC Tirol. Herzlich willkommen und Gratulation zum Sieg. Didi Constantini, ich glaube aber ein Sieg mit viel Glück und Bauchweh. Ja, es war jetzt nicht ein mitreißendes Spiel heute. Das war mehr oder weniger ein bisschen Krampf über 90 Minuten. Ried hat sehr gut defensiv gespielt und auf Konter gelauert. Im Endeffekt haben sie in der ersten Halbzeit nicht viele Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit dann, weil wir verabsäumt haben, dass wir es 2:0 machen, wie der Kitzi richtig angemerkt hat, wären es noch gefährlich geworden. Aber ich glaube, aufgrund der 90 Minuten geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Sie befinden sich ja jetzt nicht im Tivoli-Stadion, sondern im Tirol-Milch-Stadion. Was sagen Sie denn eigentlich zur Namensänderung? Ja, das ist eigentlich eine Sache, was mich nichts angeht. Ich bin für den sportlichen Bereich zuständig. Bei mir ist es so, dass mein Vater der Platzwart war, 28 Jahre, glaube ich. Und ich war mehr im Tivoli-Stadion wie daheim. Und darum wird es mir in Erinnerung immer das Tivoli-Stadion sein. Es scheint mir so, der Tivoli hat nicht nur seinen Namen geändert, sondern auch ein bisschen was an seinem Schrecken verloren in letzter Zeit. Warum läuft es bei den Tirolern einfach nicht so rund? Ich glaube, die Erwartungen sind bisher doch nicht ganz erfüllt worden. Ja, die Erwartungen waren sehr groß vor dem ersten Spiel gegen Rapid, wo Rapid sehr gut gespielt hat. Wir haben 4:2 verloren und dann ist alles ein bisschen in der Krise eingeschlittert. Auf der anderen Seite ist unser Manko ist die Chancenauswertung, das hat man heute wieder gesehen. Wenn wir mal 2 Tore machen, dann wäre das Sache erledigt gewesen. Es hat sich jetzt gezogen über die ganze Meisterschaft im Frühjahr. Auf der anderen Seite haben wir jede Woche 2-3 verletzte oder gesperrte Spieler, so wie nächste Woche wieder 2 ausfallen, der Kirchner und der Grüner. Heute sind 3 ausgefallen mit Streiter, Hartmann und Schiener. Das ist natürlich immer ein Umstellen der Mannschaft und das ist sicher nicht positiv natürlich. Ganz kurze Frage noch, Torhüter Cherchesov, wird er erst wieder spielen, wenn der Orange einen schweren Fehler macht? Ja, jeder Tormann kann einen schweren Fehler machen. Es ist so, dass der Stani einen Fehler gemacht hat vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen. Dafür ist er eigentlich irgendwo bestraft worden. Jetzt auf dem Satzbank, was die Situation sicher nicht erleichtert für den Orange, der aber jetzt die letzten 3 Spiele sehr gut gespielt hat. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum jetzt irgendwie einen Wechsel machen soll. Gott sei Dank sind wir Vereinsmannschaft. Es ist zwar so, dass wenn so ein Mann auf der Bank sitzt, natürlich immer wieder Diskussionen nach jedem Spiel stattfinden, aber ich habe eigentlich keinen Grund, dass ich jetzt einen Wechsel mache. Didi Constantini, danke fürs Warten und liebe Grüße nach Innsbruck. Ja? Danke. Nächste Station, Wien-Favoriten, das Horststadion. Dort kämpfen heute